Hallo und willkommen zurück bei Omnisi 2. Und zwar beim zweiten Teil unserer Rundreise von U-Bahn-Haltestelle Alsterdorf oder U-Bahnhof Alsterdorf zum Rathausmarkt. Es schneit immer noch. Aber ist ja nicht schlimm. Jetzt haben wir es ja ganz gut hingekriegt. Wunderbar, machen wir das. Tag. Moin. Tag. Es ist immer noch virtuell Heiligabend, 22:02 Uhr. Wir haben ganze 4 Minuten 40 Verspätung. Aber das ist höhere Gewalt. Weil gegen Schnee können wir nichts anderes. Wie ihr seht, er dreht sein Messer, dreht sofort durch, wenn ich hier versuche, richtig Gas zu geben. Ja, kriegen wir schon hin. So. Guten Tag. Guten Tag. Hier. Partnerlook. Jetzt gucken wir erstmal, wie viel Grad wir haben. Oh, schon 6 Grad im Bus. Ich bin hellauf begeistert, dass hier funktioniert. Ja, das ABS hat. Ach, das ABS. Das ASR hat schwer zu bekämpfen. Bei dem Wetter. Ich dachte, wenn du hier zu schnell fährst, dann rutscht volle Möhre an eine Bushaltestelle vorbei. Das ist auch keine feine Sache. Ne? Ich will aber auch einen heiligen Garten. Ne? Ziemlich spät Uhr. Um 5 nach 10 Uhr abends. An jeder scheiß Bushaltestelle alleine einsteigen. Haben die keine Familie oder was? Nächste Haltestelle. 4 Minuten Verspätung. Steckst du nicht drin. Stellen auf der linken Seite herkommen. Also irgendwer weiß, wann ich bremsen muss. Ja, wenn ich beinahe wieder über die rote Ampel gerutscht. Oh, er rutscht doch weiter, wenn du Handbremse anziehst. Ist ja witzig. Ich weiß gar nicht, wie es beim Bus ist, ob du auf Schnee Retarder benutzen darfst oder sollst oder nicht.
LKW soll man es ja vermeiden, vor allem wenn der Anhänger den da ist. Hallo. 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 Moin. Moin. Es kann nicht sein, dass der Aufleger dich überholt beim Bremsen. Rutschenderweise. Auch auf nassem Kopfsteinpflaster oder Altsteinpflaster. Kann das auch passieren. Das ist alles im Rutschieren. Haltestelle kam ich plötzlich. Nächste Haltestelle, Fontenay. Das rote Ampel, das rote Licht, habe ich zuvor schon gesehen. Aber wir rutschen trotzdem. Nein. Ist ja nicht so wild. Deshalb sind wir nicht geheizt, sonst hätten wir den Ampel. Mal schnell einen Schluck, den kalten schnell einen Schluck, wo sie schon wieder losfahren. Jo, nächste Woche soll es schneien. Sagt's Wetter, quasi passend zum neuen Jahr, Schnee, bin mal gespannt, was dort wird. Aber überall runterkommen nur in Höhenlagen. Ich weiß nicht. Außer den BT. Ja, viele freuen sich auf den Schnee. Mir persönlich ist es egal, wo meine Freundin die muss. Na, komm, um sie. Eine weite Strecke fahren. Und die hätte den Schnee natürlich nicht so gerne. Verständlicherweise. Guten Tag. Tag. Na, gucken wir mal, was es wird. Nächste Haltestelle. Übergang zur S-Bahn, dem Regionalverkehrslinien und zur Fernbahn. So, nächste Haltestelle raus. Mal auf gefrorene Nässe stellen sollen. Was da passiert wäre. Wir haben glaube ich noch nicht getestet, außer in dem lass mal schnell. In dem ja hier. Ja, wie alles funktioniert. Tutorial. Einmal Großbereich, danke. Das Wort habe ich gesucht. Da wurde das glaube ich mal getestet, soweit ich mich erinnere. Ja, ich habe Tutorials gespielt. Weil um sie doch viele Möglichkeiten bietet. Auch was die Einstellung betrifft. Und alles selber machen, hast du nicht gesehen. Also bei diesem Spiel ist es wirklich ratsam, wenn man es mit Tutorial spielt. Das ist aber die Busstufe, ich höre.
eh Durchfahrgelegenheit. Ich dachte, wir hätten schon die Gegend vorangewählt. Ach, müsste das wäre in die Luft gepasst. Das Schlimme. Tag. Moin. Ja, darum moin. Und nah bevor Weihnachten ist keine Sau. Ich wünsche euch das auch nicht mehr. So, eine Abseits davon. Nächste Haltestelle. Was für ein Markt? Gänsemarkt? Dann sind wir ja bald da. Schnell. Hat geklappt. Ei, ei, hier bin ich drüber gerutscht. Das war mein falscher Fehler, das gebe ich dazu. Ja, wie fahrt ihr denn? Ich bin da echt verwirrt gewesen. So. Rutschen, da war ich zum Stehen gekommen. Moin, moin. Moin, moin. Ja, sag bloß nichts. Ich hätte gerne ein Bier. Ich stotter mit Sammelschneemigung drauf. Ja. Bremsen, Gas, Bremsen, Gas, Haltestellenbremse, Feststellenbremse, ach. Oh. Aber wenigstens haben wir hier nicht so viele Rotphasen wie in Gladbeck. Im Edo Gladbeck, da könnte man meinen. Da ist alles voll Rotphasen, alle Ampeln rot. Hier hat man ja manchmal sogar grüne Ampeln, ja. Aber nicht toll. So. Tag. Tag. Moin. Aber Nahbereich. Ja klar, Nahbereich. Ist nur eine Haltestelle. Einmal Großbereich bitte. Ja, von mir Großbereich kannst du da umsteigen, ne? Einmal Großbereich bitte. Ja, tschüss. Ihr wisst aber schon hier, dass das letzte Bus war. Nein, stimmt, ja. Ich hab mich angehört. Ja, nächster schöner Rathausmarkt, da haben wir es geschafft. Also einmal die Linie 109 von Alsterdorf zum Rathausmarkt gefahren. Dann beim Schneetreiben. In Hamburg, ich wüsste gar nicht, wie das letzte Mal in Hamburg Schnee lag. Huch! Da war ich doch ein bisschen schnell. Eieiei. Ich halte einfach mal hier an, oder? Und lasse raus. Halt, stehen bleiben. Brrr. So, tschüss. Ihr Fahrgäste, hier ist die Auswertung. Ich war ein paar Mal zu spät, aber sonst alles okay. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Stehtreiben, die kaputt gefahren sind. Ich mach meinen Bus jetzt aus hier. Sehe ich gar nicht ein, schließlich ist Heiligabend.
So, machen wir schon mal Licht aus. Lecker verkaufen, machen wir weg. So, Scheibenwischer aus. Wo ist er denn? Ofen machen wir aus hier. Heizung. Huch. Mach Leerlauf rein. Und zieh den Zündschlüssel. Ja, hier müssen wir doch hier. Na, Tüchtel müssen wir ausmachen. Und schon ist der Bus aus. Und wir stehen da drin. Feierabend. Gehen in eine Kneipe. Und saufen aufs Christkind. Mit diesen weisen Worten. Beenden wir diese Folge. Ich wünsche euch. Ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr natürlich. Und spätestens bis zum nächsten Jahr. Ich wünsche euch was. Ciao.